Hallöchen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Elex und gleichzeitig auch zum letzten in dieser Aufnahmesession. Jo, wir laufen wieder zu unserem Questgeber davon hin und wollen ein bisschen mit dem quatschen, ihm sagen, dass wir brav waren, dass die Konverter alle Kapuchos sind und da haben wir ein kleines Viechlein, das wir besiegen können mit einem Schlag. So, die Geräusche kommen erst wieder, weil es lädt. Macht aber nichts. Wir sind das eh schon gewohnt. So. Also, alles gut. Oh ja. Ja, das war für Hugo. Kann ich hier... Was die Menschen damals wohl dabei gedacht haben? Ja. Profitgier. Gier und... Ach komm, da warten wir halt. Könnte sich aber auch hier um ein ganz normales Einfamilienhaus gehandelt haben, oder? Vielleicht? Eventuell? So. Aber jetzt. So. Heureka! Halt! Schaut, da liegt was drin. Wie oft bin ich da jetzt vorbeigelaufen? 300 Mal? Ja. Herr Thorald. Und zwar Status... Achso, warte. Ulbrichts Großoffensive in Ignadon war ein Erfolg. Ulbrichts Großoffensive in Ignadon war ein Erfolg. Mhm. Ha, tatsächlich? Mhm. Diese verdammten Kleriker und ihr Größenwahn. Wie auch immer. Das sind die ersten guten Nachrichten, die mich aus Ignadon erreichen. Nun bin ich offenbar an der Reihe, meinen Beitrag zu leisten. Ich muss meine Arbeit hier beenden, bevor es zu spät ist. Soweit, so gut. Doch gibt es noch einiges zu tun, bevor ich bereit bin, mein Wissen mit dir zu teilen. Die Alps müssen erst den direkten Zugriff auf die Länder der freien Menschen gänzlich verlieren. Komm wieder, wenn du mehr zu berichten hast. Und zwar Statusbericht zu den Konvertern. Statusbericht zu den Konvertern. Es gibt keine aktiven Konverter mehr. Ich habe sie alle deaktiviert. Hm. Beeindruckend, wozu du fähig bist. Ich hoffe, dass du dich am Ende auch für die richtige Seite entscheidest und wir uns nicht wieder als Feinde gegenüberstehen werden. Soweit, so gut. Doch gibt es noch einiges zu tun, bevor ich bereit bin, mein Wissen mit dir zu teilen. Was? Die Alps müssen erst den direkten Zugriff auf die Länder der freien Menschen gänzlich verlieren. Komm wieder, wenn du mehr zu berichten hast. Was? Wupp. Stufe aufgestiegen. War es jetzt schon das dritte Level ab? Ich glaube, ne? Was die jetzt Länder noch? Die freien Menschen dürfen nicht fallen. Was müssen wir jetzt noch machen für den Deppen? Also weiß, der macht einem das echt nicht leicht, ne? So, gut. Hauptmissionchen. Das heißt dann all die Pflichten noch weiter. Mit vereinten Kräften. Müsste eigentlich auch passen. Wo war der jetzt zum Quatschen? Auch wieder da oben, oder wie? Mit Nesti haben wir ja gesprächt. Ulbricht, Bericht. Da machen wir das noch fertig, dann wird das wohl hoffentlich auch passen. Wahrscheinlich hätte ich das dann auch müssen mit abgeben. Oh Mann, ey. Naja. Was? Achso, hier, Ulbricht bleibt da stehen. Super gemacht, das habe ich spitze hinbekommen. Zweimal denselben Weg. Traum. Traum. Wir haben einen großen Schritt getan. Doch sind wir immer noch nicht am Ziel. Wir müssen den Konverter abschalten. Das geht aber nur, wenn wir hineinkommen. Geh und finde die richtige Keycard, mit der wir dieses Höllengerät öffnen können. Der Alp-Commander hier auf dem Schlachtfeld müsste sie bei sich tragen. Finde ihn und nimm ihm die Keycard ab. Hab ich ja schon. Er ist im Arsch, der Konverter. Der Konverter in Ignadon schweigt. Dann ist unsere wichtigste Mission endlich geschafft. Nicht auszudenken, was geschehen wäre, wenn die Alps Ignadon eingenommen hätten.
Das hätte weitreichende Konsequenzen für alle freien Menschen auf Magalan gehabt. Ich habe dir einiges zugetraut. Doch deine Taten übersteigen bei weitem meine Hoffnungen. Ich danke dir und bin froh, dass ich an dich geglaubt habe und du mich nicht enttäuscht hast. Magst du auch in deinem früheren Leben eine Bestie gewesen sein, Jax? Du hast der Menschheit einen großen Dienst erwiesen. Ich weiß nicht genau, wo dein Weg dich und uns Menschen hinführen wird. Doch ich ahne, dass er im Eispalast enden wird. Triff die richtige Entscheidung für dich und uns alle, wenn die Zeit gekommen ist. Und ich hoffe, du wirst finden, was du suchst, mein Sohn. Dankeschön, Papa. Das war's? Ich glaube, das war's. Gut. Einfach noch Smalltalk. Gut. Alte Pflichten. Gut. Familientreffen. Ein weiterer Versuch. Kallax, ne? Unser Brüderchen. Ja. Ah ja, das war noch die zweite Quest von Thorald. Okay. Ja, unser Brüderchen zur Vernunft zu bringen, das wird, ja, schrecklich. Wir sind zwar jetzt stärker. Ich sollte vielleicht noch was skillen. Nur was ist die Frage, ne? Ich speichere hier mal. So. Was tun? Was tun? Wir klatschen mal den da vorne weg. Es wäre definitiv vernünftig. Servus. Wenn. Au! So soll das nicht laufen. Es wäre vernünftig, wenn wir noch was lernen würden. Glaube ich. Nach Möglichkeit auch was Nützliches. Hin bin ich sowieso so gut wie. ...72 Attributspunkte. Ich glaube, ich board mich nochmal. Kampflehrer. Handwerkslehrer. Überlebenslehrer. Wir haben ja auch nicht viel Geld, ne? Das ist das Nächste eigentlich. Was könnte man denn eigentlich? Was wäre denn sinnvoll noch? Das mit dem Magier hat nicht so hingehaut, wie ich es mir gedacht hatte. Ich habe mir vorgestellt, dass es so werden würde wie bei Gothic. Dass man wirklich richtig bam, richtig stark wäre, was Magie betrifft. Aber ich glaube, da habe ich mich ein bisschen verschätzt. Aber ich meine, einmal Magie können wir uns noch antun eigentlich. Das wäre nicht so schlimm. Weil Gerissenheit wollen wir eh lernen. Ja. Ich board mich mal hin. Also, zu unserem Berserkerlehrer. Gerissenheit 5 Stufe, das machen wir mal. Ja. Dann lernen wir nochmal Magie und dann schauen wir, wie teuer das wäre oder wie viel man lernen müsste. Für die nächste Stufe, weil so wenig Schaden macht es ja dann im Endeffekt doch nicht, ne? Also unsere Magie, meine ich. Man spürt schon, dass das durchaus Sinn macht. Ich hoffe nur, ich klatsche unten jetzt nicht auf und verreck dabei, das wäre ein bisschen peinlich. So. Was macht er da? Nix. Oh, da sitzt er. Ohne Gesicht. Jetzt hat er das Gesicht. Wir skillen noch schnell. Und zwar hier.
Gerissenheit 5 Stufen. Also bis wir 40 haben, so muss ich sagen. 5 Stufen ist falsch. Übernehmen. So. Dann bring mir was bei. Bring mir etwas bei. Bitte. Gut. Und zwar Magie. Ja. Jetzt bräuchten wir 50 Gerissenheit. Das könnte sich ausgehen. Könnte sich ausgehen. Schauen wir mal. Zack, 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 zack. Oder auch nicht. Oh doch, geht schon. 50. Übernehmen. Dann lernen wir es noch ein weiteres Mal. Hallo, wo bist du hin? Hallo? Da drüben. Servus. Beibringen. Bring mir etwas bei. Gut. Und zwar nochmal Magie. Ich hoffe, man spürt da wirklich einen Unterschied. Jetzt bräuchten wir Geschicklichkeit 50. Okay, das geht sie wahrscheinlich nicht mehr aus. Um ein weiteres Mal lernen zu dürfen. Oder? Na, Gerissenheit 60. Ich bin auf einen anderen Button gekommen. Entschuldigung. Gerissenheit 60 würden wir brauchen für die nächste. Ich glaube, das geht sie nicht mehr aus. Wie soll das nur weitergehen, wenn wir uns alle auf Maschinen verlassen? 56. Dann lassen wir das mal gut sein. Nein. So. Boah. Hoppala. Ich verbrenne gerade. Das war keine Absicht. So. Ein Bettchen zum Schlafen. Ich glaube nicht, dass da jetzt zufällig eins herumstehen tut. Der hat scheinbar auch nur eine Bank zum Liegen. Ich mache nochmal einen kurzen Abstecher ins Lager der Mitte. Gehen kurz pennen und dann questen wir weiter. So, ja. Da werden wir wirklich versuchen, unser Brüderchen... Puh. Hoppala. Ich wollte eigentlich laufen. Da werden wir versuchen, unser Brüderchen, ja, zu verhauen. Beziehungsweise seine Soldaten und dann wahrscheinlich ihn. Ja. Beziehungsweise ihn zu Vernunft zu bringen. Fast schon niederlassen. Dass er sich uns vielleicht auch anschließen würde. Das wäre ganz super. So. Also, bis zum nächsten Morgen. Nom, nom, nom. So. Eigentlich ganz nett hier. Ja, kann man nichts sagen. Eine Karte habe ich, glaube ich, nicht gefunden. Also einen Teil der Karte habe ich nicht gefunden, oder? Zufällig. So nicht. Ja. Nix da. Der verschlossene Tresor ist auch komisch. Vielleicht ist das für später. So. Gut. Lalilalila. So. Gut. Ich würde das aber gern trotzdem nochmal sicherheitshalber abspeichern. Weil das könnte jetzt hässlich werden. Das könnte ein Hässlon werden. So. So. Tada. Und hier hoch. So. Versuchen wir unser Glück. Jetzt müssen wir leider ein Stück laufen, weil so einfach kommen wir da nicht hoch. Aber wir sind die Strecke da, glaube ich, eh schon mehr als gewöhnt. Sind wir sie doch schon mehr als einmal gelaufen. Da oben hätten wir ein Viechelein für uns. Ich glaube, das ist wieder so ein Nachtdingens. Ja. Ein Nachtschatten. Der chancenlos ist. So. Danke für deine Items. Da hinten haben wir auch noch ein Viech. Ich speichere mal ganz kurz. Wir rotten jetzt gleich mal. Wir rotten gleich alles aus. Ist ja wurscht. Wir brauchen eh Erfahrungspunkte ohne Ende. Rot mal das Viech gleich mit aus davon. Das ist, glaube ich, so ein Phantomviech, ne? Phantom, sag ich wieder. Patron. Entschuldigung. Patron. Patron, es ist ein Patron. So. Kaya Scherzi, ne? Zu Recht, glaube ich. Gut, sie scherzt doch. Danke, Kaya. Gut, dass du geholfen hast. Aber da ist uns nichts, ha? Obwohl hier, kleiner Heiltrank, Trockenfleisch, noch mehr Trockenfleisch, Alex, Zigarettenbackerl, Trockenfleisch, kleiner Heiltrank. Gut. Passt.
Abgehakt. Ich könnte schon wieder schlafen gehen. So. So. Dab, dab, dab. Hau ruck. So. Puh. Ich glaube, das wird jetzt interessant. Es wäre auch schön, wenn wir noch ein paar Kronstöckel finden würden. Dann können wir nämlich noch ein paar Heiltränke machen für die Steigerung, also dauerhafte Steigerung unserer Lebensenergie. Das wäre sehr super. So. Denn einen großen Heiltrank muss ich für uns aufbewahren. Aufbehalten, verbrauchen. Den darf ich so nicht verschwenden. So, bevor wir da jetzt ganz oben sind. Ein schnelles Heilen wäre super. Also da heißt es Essen und Saufen. So. So, runter damit. Dann, was haben wir hier? Mächtiges Heilkraut. Das lassen wir vielleicht noch. Große Heilpflanze lassen wir auch noch. Heilkraut. Das will ich ehrlich gesagt schon gar nicht mehr essen. Nom, 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 nom. Schmatz, schmatz, schmatz. Großer Heiltrank haben wir da. Kleiner Heiltrank, 6 Stück. Wird mir aber nichts bringen. Das muss ich, glaube ich, so... wirklich so gut es geht schaffen. So, jetzt warten wir noch ein bisschen. So. Vergessen haben wir hier nichts zu looten, ne? Na. Wir sind ja auch, glaube ich, damals geflohen, weil da oben ist, glaube ich, der Kampf irgendwo. Zumindest ist da oben dann unser Brüderchen, glaube ich. Ja. Das war schon ein bisschen übel. Ah, Kaya hängt da drüben fest. Super. Ich hoffe, sie bleibt nicht dauerhaft hängen. Ich speichere noch einmal. So. Einmal schlucken und dann probieren wir unser Bestes. So. So, einmal kurz warten. Und nochmal. So, und dann würde ich sagen, speichern. Abermals. Ich weiß, das war jetzt dumm von mir, weil ich unten schon gespeichert habe. Aber jeden Meter, den wir hier gewinnen können, ist gut für uns. Was tot ist, sollte auch tot bleiben. Ja, mhm. Bruderliebe. Man sagt, du stehst jetzt auf der Seite der Menschen. Noch ein weiteres Vergehen gegen die Direktive. Du selbst hast dagegen verstoßen. Sonst wärst du nicht hier, um dein Versagen bei meiner Exekution zu korrigieren. Du hast es mir nicht leicht gemacht, dich zu finden. Untergekrochen und verborgen in den Kellern der Pestratten dieser Welt. Was sagen deine neu erworbenen Emotionen dazu? Bist du jetzt stolz? Oder zitterst du vor Angst, weil du weißt, dass nun dein Ende naht? Gefühle können dich täuschen. Aber sie sind auch von Nutzen. Ich verspüre ein gewisses Gefühl der Rache. Sie ist eine mächtige Triebfeder, auch wenn sie irrational ist. Irrelevant. Dein Kapitel ist hier zu Ende und unsere Herrschaft über die freien Länder beginnt. Ja, eine Herrschaft des Kollektivs, ohne Freiheit des eigenen Willens. Ihr denkt, das sei der einzige Weg, zu wahrer Perfektion zu gelangen. Doch ich glaube, dass da noch mehr ist. Ich habe viel hier draußen in den Ländern der freien Menschen gelernt und beginne zu begreifen. Nein, Jax. Was du nicht begreifst, ist, dass du selbst schon lange ein Teil des Kollektivs bist, obwohl du nie den Code zum letzten Shot bekommen hast. Unsinn, ich war nur ein Alp-Commander und habe nie die Robe angenommen, die du trägst. Unwichtig. Ich werde nun meinen Fehler korrigieren und nichts wird dich dieses Mal retten, Bruder. Schön. Sollte aber machbar sein. Au, 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 au. Sollte machbar sein, habe ich gesagt, gell? So, kann schon mal saufen gehen. Okay, jetzt können alle durch. Ich dachte, wäre ich mal geschützt oder so, ne?
So, wir jetzt auch mal hin. Das ist sehr gut. So, der ist auch im Arsch. Der ist auch im Arsch. Zu Vardek. Er hat mir einiges zu erklären. Passt. So muss das ausschauen. Wir haben das überlebt. Sachen gibt's. Und einen Schlafsack gibt's ja auch. Gott sei Dank. Den werde ich jetzt dringend brauchen. Und die Zigarette dazu wahrscheinlich. So, du Schrotthaufen, du Dreckiger. So, wir werden einmal schlafen. Und zwar bis Mittag. So. Schön. Ich mag unsere Rüstung. Unsere Waffen, unser Schild, alles super. So, Kallax ist weg. Das war so klar hier. Kallax ist weg, das ist nicht gut. Nanu? Achso, die sind... Habe ich die schon gelootet? Schaut aus. Na gut. Dann müssen wir zurück. Questelein. Questelein, Questelein, Questelein. Oh, was? Fehlinformation. Die Soldaten meines Bruders haben mich fast erwischt. Dann war Vardeks Information darüber falsch, dass Kallax allein unterwegs wäre. Ich muss genau wissen, wie Vardek zu dieser Information gekommen ist. Okay. Dieser Vardek ist jetzt wo? Da oben. Und das heißt Konverter Südabesser. Ja. Warten wir uns hin. Da, 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 da. Du, hey, du da. Wo bist denn du da? Da drin ist er. Hey, du da. Das war nicht ganz so richtig, ne? Ich wäre jetzt fast hops gegangen, Freund. So geht das nicht. Du kannst nicht mich da umbringen. Hörst du? Du komischer Vogel. Da vorne steht er. Oder, nein, da drüben. Also Papa. Ne? Vati hat uns da eigentlich ein bisschen angelogen. So, ich mach mal kurz Licht. So, erzählt auch was. Du, Papa, das war nicht okay. Kallax hat mich in eine Falle gelockt. Kallax hat mich in eine Falle gelockt. Eine halbe Alparmee hat mir da oben in den Bergen aufgelauert. Sagtest du nicht, Kallax sei allein unterwegs? Tut mir leid. Ich dachte, meine Informationen seien zuverlässig. Woher genau hast du die Information überhaupt? Er hat es mir selbst gesagt. Dann hat Kallax dich benutzt und hat dich absichtlich diesen Unsinn glauben lassen. Wie blöd muss das sein? Und ich laufe ihm geradewegs in die Falle. Er ist völlig verblendet. Du musst irgendeinen Weg finden, ihn da rauszuholen. Das kann ich dir nicht versprechen. Dieser Wahnsinn muss endlich ein Ende haben. Ja, gern. Kallax erzählte mir, ich sei schon lange ein Teil des Exetoren-Kollektivs. Ja? Kallax erzählte mir, ich sei schon lange ein Teil des Exetoren-Kollektivs. Was hat er damit gemeint? Nun, du warst ihm direkt unterstellt. Ihr habt zusammen eine Menge bewegt im Namen des Hybriden. Ja, aber ich kenne nicht einmal den Code zur Kammer des Hybriden. Kallax als vollwertiger Exetor hatte immer Zugang. Und nur er hat meistens direkt mit dem Hybriden gesprochen. Aber da steckt doch noch mehr dahinter. Warum hast du Kallax nicht selbst danach gefragt? Es gab ein paar Kampfmaschinen, die mich daran hinderten. Du musst noch einmal mit ihm sprechen. Schön. Wie soll ich mit Kallax sprechen, ohne dass ich wieder in eine Falle laufe? Wie soll ich mit Kallax sprechen, ohne dass ich wieder in eine Falle laufe? Du musst einen geeigneten Ort finden, wohin ihm seine Kampfmaschinen nicht folgen. Dann musst du ihn dorthin locken. Wo soll dieser Ort sein? Ich weiß es nicht. Das wirst du selbst herausfinden müssen. Gut. Schön. Kallax anlocken, ist das dein Ernst? Kallax anlocken? Ist das dein Ernst? Ich wüsste da vielleicht etwas, aber... Die Zeit des Zauderns und der Bedenken sind vorbei, Vater. Gib mir endlich etwas, was mir weiterhilft. Es ist etwas Wichtiges geschehen in der Vergangenheit, das ich dir nie erzählt habe. Kallax weiß es schon sehr lange und er weiß auch, wenn es im Eispalast bekannt würde. Was dann? Nun, er würde ziemlich sicher seinen Rang als Elexitor verlieren. Was? Aber... Es gibt da ein unscheinbares kleines Fischerdorf auf einer Insel im Süden von Edan, das heute verlassen sein müsste.
Dort wirst du die Antwort auf all deine Fragen finden, mein Sohn. Du schickst mich einfach weg nach so einer Andeutung? Du musst es selbst sehen, um es zu verstehen. Wenn du zurück bist, werden wir darüber sprechen. Ja? Okay. Ein Fischerdorf. Ja. Ja? Ist das jetzt in der Ernst? Hat er sich verliebt, oder was? Der Torwächter. Kalix ist ein Engel. Bla bla. Code, Schrottkammer, Hybrid. Das dauert noch. Im Verborgenen, geheimen Ort treffen, bla bla. Aber auf jeden Fall im Dunkeln war das jetzt, ne? Vergangenheit, ich muss da, bla bla. Also hier, ne? Jetzt bin ich aber schon sehr neugierig. Da unten. Aber ich glaube, das werden wir nächstes Mal machen. Wo ist man denn näher? Hier oder hier? Hier, glaube ich, ne? Fluss Delta. Ich bohr mich mal hin. Und dann beenden wir den Part. Und im nächsten geht's dann weiter. Jo. Ich schau noch kurz, ob ich was zusammenschlagen muss hier. Nein, schaut gut aus. Na gut, ihr Lieben. Das war's dann wieder für heute. Das Ganze hier bleibt äußerst spannend. Also ich bin sehr gespannt, was uns noch erwarten tut. Vor allem bezüglich Kallax, unserem Bruderherz. Na gut, ihr Lieben. Ja, wie gesagt, das war's für heute. Ich bedanke mich von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend. Je nachdem, wer das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi!